Neue Woche, neues Glück und damit herzlich willkommen zurück zum Fußballmanager 13 unserer Karriere hier mit dem VfL Wolfsburg. Ich habe jetzt offscreen Leandro, Putaro, Allen Halilovic und Pizzi sowie Erik Dyer in die erste Mannschaft beordert, um hier wieder aufzufüllen, damit die sich schon mal entwickeln können bis zum Winter, bis dann hier die gedachten Neuen kommen. Warum habe ich Pizzi mit hochgeholt? Ihr seht, er ist 27 Jahre, war in der zweiten Mannschaft und es macht einfach nur Sinn, ihn mit hochzunehmen, damit er nächsten Monat nochmal eine Wertsteigerung genießt und wir ihn dann verkaufen können. Mit 27 Jahren will ich keinen mehr in der zweiten Mannschaft spielen. 22 finde ich okay, geht gerade so noch. 23 wäre auch noch anzunehmen. 24 wird langsam kriminell. Nur damit ihr so meine Denkweise versteht und warum habe ich das getan und so weiter und so fort. Ansonsten, in der Jugend sieht das hier noch gut aus. Kein neuer Mentor vonnöten. Würde ich sagen, können wir direkt weiter starten, um hier Fortschritte zu erzielen im Fußballmanager 13. Um ein bisschen Richtung Winter vorzudringen. So, da haben wir ein Angebot für Bas Dost, aber da würde ich gern auf das volle Geld erstmal bestehen wollen. Und bei Dangu finde ich 11,5. Lass mal 11,5 auf 11 runtergehen. Dann scheitert es auf jeden Fall, denke ich. So. Fred, machen wir genau dasselbe. Hoffen, dass er nicht scheitert. Ich hoffe, man hört die Musik. Ich habe es in den letzten Parts immer nur leise gehört. Jugendspieler kommt zu mir und der ist entdeckt. Ja, doch, der passt vom Talent her gut in unsere Truppe. Ich sag mal, so ein 10-Sterne-Talent kann man sich schon mal gefallen lassen. Wenn ihr den übernehmen wollt, kurz Kommentar schreiben, erster sein. Bitte aber nicht zwei Spieler gleichzeitig übernehmen. Seid so fair und gebt den anderen auch da die Chance mitzuwirken. Ansonsten, wie gesagt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Riesentalent, das wird nicht das letzte sein. Ist mein Trainerversprechen an euch. Wir kriegen vielleicht nicht unbedingt nochmal ein 10er-Talent, aber es kommen noch ein paar. Zum Beispiel er hier ist auch ganz okay. Kuczynskas. Ihm können wir auch direkt schon mal sagen, lernen den rechten Verteidiger, den linken Verteidiger. Und das war's. Ich will hier direkt schon mal die Position direkt lernen, damit wir es später einfacher haben, die anzupassen. Ja, dieses Position lernen, das geht in der Jugend einigermaßen schnell. Ihr seht, wenn unsere Profis Position lernen müssen, das dauert Stunden. Das dauert mehrere Parts und dann kriegen sie es immer noch nicht richtig geschissen. Das ist sehr nervend aufreibend. Aber gut, so ist das halt realistisch. Ne? In der Jugend lernt man schneller. Martial für 5 Millionen könnte klappen. Der würde dann auch ein Spielerbild bekommen, keine Angst. Bei Götze können wir sogar noch im Preis ein bisschen runtergehen. Mache ich einfach mal. Ich bin so dreist. Ich bin ja, ihr kennt ja, einer der dreistesten Manager überhaupt. Ein richtiger Sparfuchs. So, 25 Millionen für Dost könnte vielleicht mit Glück hinhauen. Im Hintergrund hört man schon Musik, aber ich glaube noch ist es verträglich. Zumindest ich mit meinen Kopfhörern höre kaum was. Wie es nachher im Video sein wird, kann ich nicht sagen. Bei Weiser können wir sogar wieder ein bisschen runtergehen im Preis. So, jetzt drehen die Musik auch noch lauter. Hören die mich oder was? Frechen Wichser. Ja, wie gesagt, ihr müsst halt entschuldigen, ich kann es leider nicht ändern. So eine Kirmes ist schwer zu vertreiben. Aber es sind ja jetzt nur die Parts, die wir gerade heute aufnehmen. Für die nächste Aufnahmesession ist die dann auch weg. Da gebe ich mein Wort drauf. Dann habe ich sie verscheucht. So, Iniesta. 15 Millionen, Kaiserslautern. Das wäre für Kaiserslautern natürlich ein Riesendeal. Absolut unrealistisch, gar keine Frage, aber wir sind hier ein Managerspiel und wer das nicht begreift, der braucht gar nicht gucken. Es ist halt nicht immer alles hier Realismus pur.
Es kann schon mal sein, dass so ein gut Iniesta vielleicht nicht im Alter ins Ausland geht, gerade nach Kaiserslautern. Kaiserslautern ist kein Dubai, die bezahlen dann doch nicht so gut. Aber ihr wisst, denke ich, was ich meine, dass man da im Alter nochmal überlegt, irgendwo hinzugehen, wo man gut Kohle machen kann. So. Fred, lass mal auch mal so. Könnte vielleicht beide scheitern, Fred und Dangu. Kein Verein an Luis Gustavo interessiert. Warum das denn? Hier bleiben wir mal bei 5 Millionen, das ist verkraftbar. Götze bleiben wir auch bei 42,5. Und die Musik nervt, ey. Mann, Mann, Mann. Also nicht meine hier im Spiel, sondern die im Hintergrund. Ich hoffe, ihr hört sie im Video nicht. Und fragt euch, warum meckert der? Da ist doch nichts. Und ich muss da heute noch einen ganzen Tag durch und ich muss Montag wieder arbeiten und das geht das ganze Wochenende so. Oh, leck mich, wenn ich dran denke, wird mir so schlecht. Wellenreuter, müssen wir denn ernsthaft 6,5 Millionen bezahlen? Ihr habt doch einen Knall nicht gehört, ey. Mehr kriegt er nicht. Genau wie für Tonorika. Ist ja wohl eine Frechheit. Touré wechselt zu Hannover 96. Das ist auch für die ein guter Deal. Für uns auch. Nochmal ein bisschen Gewinn gemacht. Ablösefrei eingekauft. Teuer Gehalt bezahlt. Selten spielen lassen. Und jetzt weg. Ja, klingt hart. Ist es auch. Aber so ist es. Man kann sich auch mal vertun. Wie gesagt, ich versuche jetzt meine Fehler auszubaden. Mir sind sie bewusst. Es tut mir leid. Aber dafür sind sie da, ne? Fehler sind da, um gemacht zu werden. Nur dadurch kann man lernen. Auch ich bin mit, keine Ahnung, wie viele Spielstunden Fußballmanager ich mittlerweile drauf habe. Aber auch ich mache hier noch Fehler und ändere oftmals meine Transferpolitik, weil ich dann besondere Ideen habe, wie mit den All-Stars. Und dann fällt mir auf einmal auf, scheiße, das geht gar nicht auf. Ich hätte bei meiner alten Politik bleiben sollen, die sich bewährt. Aber so ist das halt. Mal was Neues probieren, das ist ja nichts Schlimmes, Mann. Lasst mich doch mal einfach mal ein bisschen probieren. Dafür sind wir auch da. Ein bisschen gucken, ein bisschen schauen. Vielleicht kann der ein oder andere sich was abgewinnen. Entdeckt Spieler, die er so noch nicht kennt, genau wie ich. Ich habe hier auch schon viele Spieler entdeckt, die ich nicht kenne. Fred ging bei mir offscreen einmal sehr gut. Muss jetzt nicht immer klappen, aber es wäre schön, wenn er wieder klappen täte. Genau wie Zyprien, auch ein super Spielmacher aus Frankreich. Habe ich mir einmal bei Pro Evolution Soccer oder bei FIFA gekauft, ging super ab wie eine Rakete. Hab ich mir dann auch hier im Fußballmanager gekauft, ging auch gut steil durch die Decke. Deswegen, Freunde, einfach mal ein bisschen was probieren. Nicht immer dieselben Spieler holen, dieselben Muster, dieselben Taktiken, dieselben das. Mal ein bisschen Veränderung reinbringen, sich selbst neu entdecken, neue Sachen kennenlernen. Weißt du, das Leben, das ist ja nicht nur Muster A, Muster B, gibt's auch Muster C und D und die Pläne, die braucht man auch irgendwann. Das hat jeder große Trainer schon mal zugegeben, dass er hier und da mal zu wenige Pläne in der Tasche hat. Ich gebe jetzt einfach für Götze 45, damit wir halt eintüten. Einen großen Transfer dürfen wir uns ja wohl erlauben. Wir nehmen dafür ja auch genug Geld ein. Und so, da hat der nächste Transfer geklappt, das ist schön. So, stark, sehr gut. Wird natürlich langsam ans Team rangeführt. Nationalspieler wird er, denke ich, auch mal im Laufe unserer Karriere. So. Lalalala. Halt, das ist Offscreen-Modus. Den habe ich jetzt hier, muss ich rauskriegen. So, muss man ein bisschen höher gehen. Dann können wir hier wieder ein bisschen runtergehen. Wobei, Meisterprämie will ich bei allen gleich haben. Haben alle den gleichen Anteil daran. Dann gehen wir aber hier was runter. Und dann ist das ein fairer Vertrag für alle Seiten. Wellenreuter ist so okay. Tonorika würde ich so auch gern begrüßen. So, Klausel für erstes Länderspiel. Wer hat denn sein erstes Länderspiel gemacht? Victor Andrade. Der hat sich bei uns super entwickelt. Crystal Palace hat Interesse an uns. Zuschlag für Wolfsburg. Wir haben für 11,5 Millionen unseren altbekannten Dangu bekommen. Sicherlich kein schlechter Transfer. Da wissen wir, was wir haben. Oh ne, noch eine Blaskapelle im Hintergrund. Ist das euer Ernst?
Ach komm schon, mach keinen Scheiß, die wird man auf jeden Fall hören. Ich höre nämlich selber nichts mehr. Boah, was sind das heute für miese Voraussetzungen hier aufzunehmen? Das ist doch nicht zu fassen, ey. Ich kotze gleich ins Essen. Niklas Stark kommt zu uns für 9,5. Suarez geht für 25 Millionen zu Lille. Callum Chambers bei Flanken verbessert. ...64 passt gut. Origi ist jetzt stärker geworden, das hilft ihm hoffentlich öfter zu spielen und seine Form wiederzufinden. Arnold ist noch angeschlagen, der muss auf jeden Fall wieder spielen, Riesenspieler. Wenn der dann ein bisschen in der zweiten Mannschaft gespielt hat, hole ich den auch wieder in die erste Mannschaft. Das heißt, wir bräuchten eigentlich Weiser nicht, aber ganz ehrlich, wenn ich dann noch einen mehr haben kann, das habe ich jetzt nicht berücksichtigt, tut mir leid. Aber dann haben wir immerhin noch einen mehr in der Hinterhand, vielleicht verlässt uns ja doch noch der ein oder andere unerwartet. Ach, es geht mir auf die Nerven, ich krieg hier noch Trappeln, ey. Diese fucking... Crystal Palace hat Interesse an mir, das ehrt mich. Aber gerade bin ich noch in Wolfsburg sehr zufrieden und Crystal Palace ist kein Verein, für den ich jetzt Wolfsburg verlassen würde. Timon Wellenreuter kommt nicht, ich sag immer nur Timo zu ihm, aber damit kann er leben. Ich kann auch damit leben, dass er nicht kommt, dann setzen wir halt auf Gersbeck als Nummer 2. Hat er Pech gehabt, wenn er die Chance nicht will? Jetzt habe ich nicht geguckt, ob noch was gescheitert ist. Andrade kriegt 200.000, da er das Länderspiel gemacht hat. Siehst du, da war ich im Offscreen-Modus. Perisic ist gescheitert, das ist aber egal. Internationale Nominierung ist auch egal. Piqué wechselt für 26,5 zu Sampdoria. Auch ein guter Deal für Sampdoria, halbwegs realistisch. Nicht so wie Iniesta für 15 zu Kaiserslautern. Das ist ein bisschen unrealistisch, aber dazu habe ich vorhin schon was gesagt. Es ist halt so, ne? So, kriegen wir den Gustavo jetzt vielleicht verkauft für 14 Millionen. Guck mal, der ist 8 wert. Der muss doch locker für 14 weggehen. Ich verstehe es nicht. Da ist es doch, geht doch. So, Yaya Touré wechselt auch. Der Jugendspieler bekommt natürlich auch Trainingsziele. Der soll lernen. Erstmal defensives Mittelfeld und dann bitte den rechten Verteidiger auch noch, damit auch er flexibel einsetzbar ist. 66, 66, 69. So, das sieht gut aus. Guter Mann. Mal schauen, was wir aus dem machen können. Talent auf jeden Fall riesig. Für einen 15-Jährigen hätte jeder gern, glaube ich. Kriegt natürlich auch eine Sonderbetreuung, ganz klar. So, jetzt müssen wir gucken. Was ist bei uns gescheitert? Da kann man noch nichts machen. Das entwickeln wir direkt. Wir machen auch eine Marketingkampagne. Da ist immer noch nichts fertig. Standfest haben wir schon geholt. Kleindienst fragen wir auch direkt nochmal an. So. Unsere Jugend kann ja nicht stark genug sein, ne? Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. So. Das sind die ganzen ablösefreien Spiele. Da ist immer noch keiner interessanter dabei. So, gescheitert ist an sich keiner. Das ist gut. Angenommen. Gut, Wellenreuter hat es abgelehnt. Das ist nicht schlimm. Also alle geklappt. Können wir uns gerade nochmal angucken. Gersbeck kommt, Stark kommt, Fred kommt und dann gut dafür gehen. Piqué, Touré, Iniesta, Luis, Suarez. Stand jetzt. Preislich sind das 10, 20,
30 Millionen, circa etwas mehr als 30 Millionen. Und wir nehmen ein 50, 65, knapp 70 Millionen, also über 70 Millionen. Ihr seht, wir sind da also immer noch im Plus. Da kann ruhig mal ein Götze kommen, der sogar noch im Rennen ist. Gut. Spielergespräche, Pizzi. Lass mal weg. So, Putao. Gehen wir mal hier hin. Eric Dyer, mach mal hier. Putao, wenn ich Spieler falsch ausspreche, sagt es mir ruhig in den Kommentaren. Aber ihr werdet verstehen müssen, dass ich die meisten trotzdem weiterhin so aussprechen werde. Eric Dyer ist aber, glaube ich, wichtig. Timo Rüker, mittlerweile bei Brøndby, wenn mich nicht alles täuscht. Ne, das war Benedikt Rüker. Was erzähl ich für einen Scheiß? Was komplett anderes. So. Ihr kümmert euch nicht um Jester. Wenn wir das nämlich machen, dann müssen wir die nämlich verkaufen, wenn sie ihre Lieblinge verlieren. Boateng, wie geht's dir? Draxler, kann man nix sagen. Die trainieren wieder schwach. Das ist nicht gut. Emre Can ist auch nicht so gut gerade unterwegs. Das gefällt mir alles nicht, was hier gerade passiert, Freunde. Wenigstens hier oben trainieren ein paar super, das ist schön. Komischerweise die, mit denen wir eh ganz oft reden. Ob da ein Zusammenhang besteht? Muss man etwa mit seinen Spielern reden, das ist aber seltsam. Ich hoffe, ihr merkt, dass ein bisschen Ironie dabei ist. So, Tassi haben wir noch nichts gesprochen. Da müssen wir auch langsam sehen, dass wir in der zweiten alle abarbeiten. Ansonsten würde ich sagen, wie lange haben wir denn noch vor zu simulieren? Dann sind es jetzt zwei lange Parts geworden, aber dann ist es so. Nehmen wir dann noch mit. Zwei lange Parts zum Session-Anfang. Man gönnt sich ja sonst nichts. So, Martial wird langsam rangeführt. Anthony Martial. 1 Million Gehalt ist, denke ich, okay. Ich nehme sogar noch auf, das ist wunderbar. Spreche hoffentlich auch nicht zu laut, weil im Hintergrund, wie gesagt, gerade hier dick die Party ist. Und sag mir, wo die Party ist. Hier ist die Party vor meiner Haustür, wie immer. Und jetzt klatschen sie alle, siehst du? Ich habe hier, Martial ist der richtige Einkauf, die klatschen alle. Muss man denn echt 1,5 bezahlen, das ist aber bitter. Dann gehen wir da hier ein bisschen runter. So. Das habe ich nämlich in meiner... Ich bin halt noch voll im Offscreen-Modus. Weißt du, da gebe ich immer hier auf das Geld, weil ich da scheiß drauf. Aber hier muss ich ein bisschen wirtschaftlicher denken. So, Götze wäre in der Tat mein wichtigster Spieler. Kapitän ist er, glaube ich, nicht gerade der geeignetste Mann für. Ansonsten würde ich gerne versuchen, erstmal bei 6 Millionen anzufangen. Ich weiß nicht, wie viel unser Bester gerade verdient, aber wir fangen einfach mal niedrig an, können immer noch höher gehen. So, 10% hier. Hier müssen wir wieder auf 200.000 runter. Das kann ich diesmal ruhigen Gewissens machen. Hier auf 5.000 runter und Torprämie kriegst du auch noch dazu. So, und dann müssen wir hier auf 7,5 gehen. Probieren wir mal. Und ich schaue dann gleich in der Zeit weiter. 21 Millionen. Kriegen wir mehr. 15, kriegen wir mehr, kriegen wir mehr, kriegen wir mehr, kriegen wir mehr. Mitchell Weiser würde auch klappen, das ist schön. Ihm sagen wir auch, in der einige Male auf jeden Fall spielt er. 1,5 Millionen, wir fangen immer niedrig an. So, 10% Anteil, wie immer, um das Gehalt zu drücken. Hier können wir auch 200.000 ruhig ballern, das ist vollkommen okay. So, das passt. 2 Millionen. Und dann passt das. Muss passen, Weiser, sonst gibt es Ärger. Tonurika würde auch kommen, sehr nice. Ihm sagen wir, du spielst sicherlich auch mal in der ersten Mannschaft, wirst sicherlich Nationalspieler. Wenn ich dich an die Hand nehme, dann passt das. 350.
So. Halt. Ihr seht, ich bin immer noch in meinem Modus drin. Da komme ich auch so schnell nicht raus. 25. 2,5. 25. 2,5. Gehen wir hier noch ein bisschen hoch. Sagen wir 750. Vielleicht hier überall 3,5. Hoch, das war zu viel. So, dann sieht das doch wunderbar aus. Zack, passt. Dann müssten jetzt ein paar Zugänge nochmal kommen. Timo Rüker, 18,5 Millionen, Hoffenheim. Der wurde sich jetzt zum zweiten Mal in meinem Let's Play gewünscht. Auch wenn das, normalerweise würde ich das machen, aber ich behalte ihn jetzt mal. Ich hoffe, ihr toleriert das. Wie gesagt, normal ist das wirtschaftlich, wäre das gesund, ihn zu verkaufen. So, wenn Bastost bei Hamburg scheitert, bieten wir ihn nochmal an für 22,5. Ist immer noch mehr als das, was wir vom Hamburger SV kriegen täten. Und ja, ansonsten Perisic wird bestimmt noch klappen. Machen wir mal direkt weiter, keine Zeit verlieren, Part ist schon lang genug. Bayern und Wolfsburg erzielen doch noch Einigung. Okay, Götze scheint nicht so begeistert zu sein. Ja, sage ich doch. Ob der Vertretung die Diskutierten jedoch einfach so hinnimmt, klappt in der Redaktion jedoch niemand. Also müssen wir bei Götze, ja, müssen wir noch drauf zahlen. Da brauchen wir noch mehr Geld. Probieren wir mal mit 8 Millionen. Das kann ruhig scheitern, das kann scheitern, das kann scheitern, das kann scheitern. 12,5 ist nah dran und doch weit weg. Trainingsplätze sind fertig. Dann machen wir, was hat man denn gebaut, damit die Trainingsplätze waren? War das in der Jugend irgendwas? Wir brauchen auch Bürogebäude und so weiter, müssen wir langsam mal vorwärts kommen. Ah, wir haben nicht mehr so viel Geld, deswegen habe ich glaube ich hier hinten so. Was kann ich denn noch aufbauen? Trainingsplätze selber, ne? Erste Mannschaft Stadion kann ruhig auch ein bisschen ausgebaut werden. Mehr Plätze und wir haben bessere Chancen, international den Zuschlag zu bekommen. Tunurica wechselt zu uns, Weiser wechselt zu uns, Götze wechselt zu uns und Martial wechselt zu uns. Wunderbar. Alle Einkäufe getätigt. Damit sehe die Mannschaft folgendermaßen aus. Kommen tun noch Gersbeck, Tunurica, Stark, Weiser, Götze, Fried, Martial und Dangu. Und gehen tun Suarez, Piqué, Iniesta, Touré mit Zugabe von Gustavo Perisic und Dost, die jedenfalls nochmal ein paar Millionen einspulen. Also wir sind eigentlich im Plus, minus null. Und da wir schon 200 Millionen hier 190 gut hatten, landet man da glaube ich auch mit einem guten Wert finanziell diese Saison. Für den leider abermals großen Umbruch ist das okay. Ich hoffe, damit ich jetzt endlich mal ein bisschen stabiler werde. So, wie gesagt, 21,5, da könnten wir mehr rausholen. Für 10 Millionen ist okay. Rüdiger hat Nationalmannschaft gespielt, Boateng auch, Demir auch, Andrade hat zweimal getroffen, Heuming-Son hat auch gespielt, wunderbar. Bastost ist zweimal gescheitert. Dann nehme ich die 22,5 von Bastost hier an. Nehme auch die 18 Millionen von Perisic an. Und dann sind alle weg. So einfach kann das gehen, ne? Oder wir nehmen die 18,5 für Perisic. Das liegt an denen, nicht an uns. Okay, Perisic ist schon weg. Ne, ist er noch gar nicht. Kriegen wir 18 oder 18,5 für Perisic? Das wird die Frage sein. Ich würde eher 18 vermuten und er geht zu, was war das? Montpellier auch, ne? P-
Perisic, da stand irgendwas. Wo ist er hingegangen? Ich konnte es jetzt nicht sehen. Gucken wir mal, wann wir Pizzi transferieren können. So. Auf Lehrgang schicken. Hier können wir noch nichts aufnehmen, auch nichts Neues entwickeln. Dann tun wir wieder alles für die Jugendarbeit. Das passt von den Marktwerten her wunderbar. So, dann führen wir gerade noch mal ein paar Spielergespräche mit. Ja, mit wem denn eigentlich? Will ja keiner, weil wir Sonntag mit dem geredet haben, das ist schlecht. Tu. Ach komm schon. Irgendeiner wird doch wohl hier gut trainiert haben von den wenigen, die übrig bleiben. Nee. Gut, dann haben wir Zeit, uns für die zweite Mannschaft um die zweite Mannschaft zu kümmern. Zum Beispiel, dass Chadi flanken muss, dass zum Beispiel auch Paslak flanken muss. Dass zum Beispiel Jakobsen auch die Flanken direkt nochmal lernt, dass Öztürk stärker wird, auch ein Riesentalent auf der Spielmacherposition. Strein darf auch Flanken üben. Also wir haben da noch jede Menge Potenzial in der zweiten Mannschaft, das ist echt der Wahnsinn, bin ich begeistert. So, Arnold leider lange verletzt vor der Saison, ich hoffe wir können ihn wieder aufbauen. So. Müller, unser Torwart. Bornic trainiert seinen zweiten Fuß und dann passt das. Lazaro ist stärker geworden, ist auch positiv. Wo haben wir die Robustheit denn hier unten? 63, dauert noch ein bisschen, kann da noch einiges machen. Büchel, Trainingsziel erreicht. Dann mach hier den Abschlag. So, ein sehr, sehr langer Part, ich weiß, aber da, wie gesagt, da müssen wir mal durch. So, Johnston hat mehrere Trainingsziele erreicht, Wahnsinn. Dann lernen du mal. Oh, neue Musik, hört ihr, ne? Ich tue alles für euch. Man soll ja nicht sagen, ich wäre faul und wäre langweilig. Ich tue oft genug hier neue Musik einfügen. Da kann mir keiner was. So, Perisic wechselt für 18,5 zu Girondi Bordeaux und spielt zusammen mit Bastos weiterhin. Alles klar. Kann man so machen. So, Koray Günther. Ist auch okay, sieht gut aus. So, Arnold, freue ich mich, wenn der wieder in der ersten einsetzbar wäre. Aber sieht echt gut aus. Egestein kann mal einer werden, Ötze kann mal einer werden, Tielemans so und so. Jakobsen, Passlack, Demir, übelst flexibel, Schneider kann kein so schlechter werden. Engels, wenn wir den wieder aufgepusht kriegen, Chambers und gut, der Torwartposition, Abstriche. Da haben wir echt schon noch Potenzial da drin. Also, die zweite Mannschaft geht es uns gut. 78. Rüdiger ist noch ein bisschen stärker. Da müssen wir auch nichts ändern. Das passt. Halilovic mit einer 70. Da könnte man mit Sterling tauschen, der immer besser ins Rollen kommt. Boateng ist aber allerdings im Formtief. Gut, dass ich das noch rechtzeitig bemerkt habe. Jenkinson ist auf einer 76, müssen wir nicht tauschen. Dann machen wir nur noch die Taktik, sagen wir kümmern uns um unseren Ex-Spieler Diego Costa, der hoffentlich gegen uns nicht treffen wird. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge mit einem Live-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat und ihr mit unseren Transfers, unserer Transferpolitik einverstanden seid, dann Daumen nach oben geben. Ich hoffe, es ist so okay. Wie gesagt, ich muss das jetzt einfach mal ein bisschen machen, um hier meine Fehler aus der letzten Saison wieder gut zu machen. Da wollte ich einfach zu viel, habe mich von den Starnamen hinleiten lassen. Aber wie gesagt, wie soll ich mich noch oft genug erklären? Es war ein Fehler von mir, der ist gemacht worden. Ich weiß es und habe es rechtzeitig korrigiert, hoffe ich.
Und ja, wenn es euch gefällt, Daumen nach oben, Abo da lassen, um kein Video zu verpassen. Schaut in der Videobeschreibung vorbei, teilt dieses Video mit euren Freunden auf Facebook, auf Twitter und schreibt mir gerne Kommentare über sämtliche Sachen. Ich bin da immer offen für. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao.